Hallo Anita. Oh, Grüß hallo. dich. Hey. Hey du, ich wollte endlich mal vorbeikommen und mir das Sexlab angucken. Ja, Könntest du klar. mir das mal zeigen? Sicher, das Sexlab ist oben. Komm mit. Okay. Das ist das Sexlab. Erzähl mir. Ja, das ist das sogenannte Forum. Das haben wir ganz neu eingerichtet, erst Ende letzten Jahres, weil sich einfach gezeigt hat, dass wir dringend Gruppenarbeitsplätze brauchen in der Bibliothek. Und die haben wir hier jetzt geschaffen, ne? Einerseits an diesen Stehtischen, wo man sitzen kann und mit diesen Multipräsentern auch gemeinsam an Texten, am Bildschirm arbeiten kann oder an Präsentationen. Und andererseits haben wir auch noch zwei Arbeitskabinen. Da kann man dann ein bisschen geschützter und im intimeren Rahmen auch in der Gruppe arbeiten. Ja, da ist man ein bisschen abgeschirmter von dem, was sonst so passiert im Raum, weil wir haben ja auch sehr viel Schreibberatung oder andere Beratung. Die haben wir hier drüben. Ja, das ist unser Beratungstisch. Und da beraten einerseits die Kollegen und Kolleginnen aus dem Haus, also aus dem Textlab und auch aus anderen Abteilungen des LUB, aber auch sehr viel die Tutoren und Tutorinnen des Schreibzentrums, also die studentische Peer-Beratung findet auch hier statt. Und dann haben wir noch, ja, wenn man einfach gemütlich was lesen will, in entspannter Atmosphäre, haben wir noch die Leselounge. Das wäre hier. Ja, haben wir Sofas mit Steckdosen, dass man auch das Handy laden kann oder einen Laptop verwenden kann. Und dann kann man sich einfach ganz entspannt hinsetzen und was lesen oder schreiben und den Blick ins Grüne genießen. Ja, und wenn man ganz konzentriert was schreiben muss oder gerade eine Arbeit fertig schreiben muss, dann haben wir auch noch den Schreibraum. Den zeigt dir jetzt die Annika. Ja, dann komm doch mal mit. Hui, was war das denn? Ach, das ist ganz normal, dass wir immer mal Möbel rumrollen. Die sind nämlich flexibel. Das heißt, man kann die Tische zum Beispiel hochklappen und dann an die Seite schieben, um sich Platz zu machen. Und auch die Stühle sind auf Rollen. Damit kann sich jeder einfach individuell seinen Arbeitsplatz so einrichten, wie er ihn gern hätte. Vielleicht magst du allein am Fenster sitzen oder lieber mit anderen in der Gruppe. Das lässt sich alles problemlos einrichten. Und was ist da drüben im Regal? Ach, das werden wir tatsächlich häufiger gefragt. Das sind Yogamatten, Yogakissen und Meditationsbänkchen. Schreiben ist ja auch immer ein körperlicher Prozess und dafür bieten wir im Textlab jede Menge Yoga- und Achtsamkeitskurse an. Oder man will in der Pause einfach mal den Kopf frei bekommen, dann kannst du dir natürlich auch jederzeit einfach so ein Utensil schnappen und ja, einfach mal ein paar Übungen machen. Für Workshops und Gruppenarbeiten sind allerdings die Gruppenräume besser geeignet und die wird Juan dir jetzt mal zeigen. Hallo. Hallo Juan. Komm bitte mit. Alles klar. So, was ist denn hier? Das ist einer der zwei Gruppenarbeitsräume. Und hier treffen sich kleinere und mittlere Gruppen und arbeiten an Texten. Zum Beispiel mit digitalen Methoden betreiben wir Digital Humanities. Hier transkribiert zum Beispiel eine Gruppe einen Handschriftentext und zeichnet ihn in TI aus. Ha, und was steht hier an Bord? Hier ist ein Beispiel, wie man in TI eine Abkürzung auflöst. So, ich muss jetzt hier weitermachen, aber die Malis werde ich weiterführen. Zeit für eine Pause. Ich zeige dir jetzt den Pausenraum und wir sehen uns in 25 Minuten wieder. Bis gleich. Marlies, wo gehen wir denn jetzt hin? Das ist unser neuer Pausenraum. Mhm. Schau mal hier, haben den komplett neu gestaltet, damit sich die Studierenden und andere Nutzer wohlfühlen. Willst du dich etwas setzen? Na klar. Du sag mal, warum hat es denn jetzt da oben geklingelt? Wir nutzen eine Methode zum Zeitmanagement, damit wir einfach auch mal die Pausen nicht vergessen, weil die Pausen sind ebenso wichtig fürs Lernen, damit man danach einfach produktiver wieder schauen kann. Oh, ich sehe gerade Julia da draußen. Sie würde dir den Außenbereich zeigen. Willst du da einfach mal rausgehen? Alles klar. Gut. Ciao. Hallo Julia. Ah, hallo. Gehört das hier auch zum Textlab? Ja, das ist der grüne Schreibraum vom Textlab. Ah ja. Und was macht ihr hier draußen? Also du kannst
kannst hier draußen auch schreiben, kannst Kaffee trinken, Pause machen oder auch wie ich gerade hier im Garten hantieren. Man kann gießen, Unkraut zupfen, die Pflanzen pflegen. Das ist als Ausgleich gedacht. Wenn du in deiner langen Schreibphase auch mal eine Auszeit brauchst, kannst du dich hier bewegen an der frischen Luft. Und gleichzeitig hilft das beim Konzentrieren, ja? Weil du dich fokussierst, du bist da in dem Moment. Und warum habt ihr das TextLab erfunden? Es war dran, es gab noch nicht so einen Schreibraum, der den ganzheitlichen Ansatz jetzt berücksichtigt, dass Körper und Geist eine Einheit bilden und die Studierenden brauchen das. Also haben wir unsere Bibliothek umgebaut. Und guck, super, danke. Genommen.